Moin Moin und herzliches Willkommen zurück hier beim Kübelgärtner. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Saatgut aus euren Tomaten nehmt und für das nächste Jahr lagern könnt. Ihr benötigt dafür natürlich Tomaten. Ich habe hier die Sorte Freundträne, etwas zum Schneiden, ein etwas kleineres Messer, um die Saat nachher rauszupulen, ein Becher, wo die Saat reinkommt, und ein etwas größeres Gefäß für das Fruchtfleisch. Um die Saat zu entnehmen, halbiere ich die Tomate einmal. Und dann hole ich das Kerngehäuse heraus. Das Fruchtfleisch sammle ich und verarbeite ich später weiter für Spaghetti Bolognese. Wenn ihr eure Kerne gesammelt habt, gebt dem Becher etwas Leitungswasser hinzu. Im nächsten Schritt bekommt der Becher das gewohnte Label. Und der Becher kann dann für ca. 3 bis 4 Tage in der Fensterbank stehen, bevor es im nächsten Schritt weitergeht. Ich habe für euch jetzt mal einen Becher vorbereitet, stand jetzt 3 Tage, ist das sibirische Birnchen. Der leichte Schimmelansatz beim Fermentieren ist völlig normal. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch ein Sieb, füllt alles hinein und spült einmal ordentlich mit klarem Wasser hindurch, Verunreinigungen entfernen und dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Wir haben den Becher jetzt einmal ordentlich durchgespült, die Verunreinigungen sind auch aus. Als nächstes braucht ihr was, damit der Saatgut trocknen kann. Ich nutze hierfür Backpapier. Macht euch ein Label, damit das Saatgut nicht durcheinander kommt. Gebt euer Saatgut auf das Backpapier, streicht das Ganze etwas breit . Das Saatgut trocknet dann ca. 1 bis 1,5 Wochen in der Fensterbank, bevor ihr eure Körnchen auseinandernehmen könnt und zur Lagerung fertig machen könnt. Ich habe hier mal getrocknetes Saatgut vorbereitet. Es handelt sich um die Serbica Medovina. Ja, dann nehmt ihr eure Körnchen und vereintet die. Und dafür gibt es so eine kleine Tütchen. Das könnt ihr luftdicht verpacken. Um mit eurer Sortenvielfalt nicht durcheinander zu kommen, natürlich wieder ein Label. Ja, als nächstes nehme ich die Körnchen und fülle die in das Tütchen. So sieht das Ganze aus, wenn ihr fertig seid, luftdicht verpackt. Saatgut hält sich in der Regel bis zu 10 Jahre. Und das Ganze schön kühl und dunkel lagern. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich möchte mich aber noch bei euch bedanken. Danke für 40 Abonnenten. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, euer Kübelgärtner.